Genau. Also, und ich würde auch bitten, dass alle Leute, die jetzt ihre Stummschaltung aktiviert lassen, damit wir sozusagen keine Störgeräusche im Hintergrund haben, wenn wir jetzt dann beginnen. Gut. Ja, dann willkommen zu der heutigen Veranstaltung von Gedenken, einer Veranstaltungsreihe des Vereins Gedenkdienst im Sommersemester 2021. Wir beschäftigen uns in diesem Semester mit Erinnerungen ohne Zeitzeuginnen, Fragezeichen. Und wir wollen in diesem Semester, in diesem Sommersemester, das nahende und breit diskutierte Ende der Zeitzeuginnenschaft und diskutieren und eben darauf eingehen, wie Erinnerungsarbeit weiter funktionieren kann, wie Erinnerungsarbeit in Zukunft läuft, wenn eben die letzten Zeitzeuginnen der Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus und der Shoah sterben. Und das möchten wir in mehreren Veranstaltungen machen. Und den Abend heute eröffnet Anna Goldenberg in einem Gespräch über ihr Buch. Und über eben ein Gespräch über auch Zeitzeugenschaft und die Rolle der dritten Generation. Kurz überhaupt die Frage, was ist Gedenken? Gedenken ist eine Veranstaltungsreihe eben des Vereins Gedenkdienst. Der Verein Gedenkdienst ist eine unabhängige, politisch unabhängige, überkonfessionelle Organisation, die sich mit den Ursachen und Folgen des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Und Ziel dieses Vereins ist es eben, geschichts- und gesellschaftspolitische Aufklärungsarbeit zu leisten und Gedenkarbeit zu leisten. Und wir machen das auf verschiedenen Ebenen, unter anderem mit dieser Veranstaltungsreihe, aber auch mit einem, vor allem auch einem Freiwilligendienst an Holocaust-Gedenkstätten oder Museen, wo wir eben junge Erwachsene hinschicken und, also, und dort die Arbeit verrichten in Erinnerungskontexten. Genau. Wie die Veranstaltungsreihe Gedenken findet in Kooperation mit dem Mauthausen-Komitee Österreich statt und beinhaltet eben unterschiedliche Formate von Podiumsdiskussionen, Zeitzeuginnen-Gesprächen, Buchpräsentationen, wo wir einfach Themen, die sich mit Erinnerungskultur, Gedächtniskultur, Geschichte uns beschäftigen und eben es soll ein Raum sein, der zur Diskussion und Reflexion anregt. Und sie steht allen Interessierten offen und ich freue mich auch heute so ein, auch online, so ein reges und Publikum zu sehen und doch sehr viele Teilnehmer, die hier heute zu uns gekommen sind. Dann gleich zur heutigen Veranstaltung. Ich freue mich auf das ein sehr spannendes Gespräch mit der Autorin und Journalistin Anna Goldenberg. Wir sprechen eben über Zeitzeuginnenschaft und dritte Generation und ihr Buch Versteckte Jahre, der Mann, der meinen Großvater rettete. Ich halte es kurz hoch für alle, die es noch nicht gesehen haben. Erschien 2018 im Paul-Scholl-Nay Verlag. Das Buch wurde auch mittlerweile ins Englische übersetzt und erschien dort unter dem schönen Titel I Belong to Vienna, A Jewish Family Story of Exile and Return. Erschien 2020 in New Vessel Press. Also alle Leute, die, man kann es durchaus weiterempfehlen, auch an die englischsprachige Community und es ist eine große Empfehlung. Anna Goldenberg ist eben Autorin und Journalistin. Sie ist aktuell Redakteurin in der Wochenzeitung Falter und veröffentlicht auch eine wöchentliche Kolumne in der Presse. Jetzt kurz zum Ablauf des Abends. Wir werden jetzt mit einer kurzen Lesung beginnen. Anna Goldenberg wird aus ihrem Buch vorlesen und anschließend möchten wir eben Zeitzeugenschaften dritte Generation diskutieren. Wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet und im Anschluss daran möchten wir auch Sie, das Publikum, einladen, Fragen zu stellen und wir freuen uns auf eine Diskussion. Und damit möchte ich auch gleich das Wort übergeben an dich, Anna, und ich freue mich auf deine Lesung. Ja, danke für die Einladung. Cool hier zu sein, wäre natürlich noch schöner in echt, aber das wissen wir ja eh alle, dass das nicht geht. Ja, ich freue mich auch, dass mein Buch jetzt fast 3 Jahre nachdem es erschienen ist, noch immer auf Interesse stößt. Zeigt vielleicht einmal mehr, ja, Geschichte bleibt relevant, bleibt interessant. Darüber können wir dann später auch noch weiterreden. Ja, bevor ich 2 kurze Abschnitte aus dem Buch vorlese, glaube ich, muss ich doch ganz kurz erklären, worum es in dem Buch geht, sonst kennt man sich gar nicht aus. Ich erzähle darin die Geschichte meiner beiden Großeltern, Hans und Helga Feldner-Bustin, und wie sie den Holocaust überlebt haben. Man muss gleich vorweg sagen, die beiden haben sich erst nach dem Krieg kennengelernt. Also es ist jetzt nicht die Geschichte der Liebe während des Krieges, sondern 2 Geschichten, die parallel verlaufen und dann
zusammenkommen, die ich auch in diesem Buch verstricke. Also ich fange an mit der Geschichte von meiner Großmutter. Also ich fange jetzt an damit, die vorzulesen. Also meine Großmutter Helga, die lebt noch, ist jetzt 92, also Jahrgang 1992, kommt aus einer jüdischen Familie in Wien und hat im Frühjahr 1943, da war sie genau 14, diese berüchtigte gelbe Postkarte bekommen, dass sie sich im Sammellager melden soll. Und zwar aus kuriosen Gründen allein, ohne ihre Mutter und ihre um 7 Jahre jüngere Schwester. Der Vater war zu diesem Zeitpunkt schon in Italien interniert. Andere Geschichte, die ihr selber nachlesen müsst. Und meine Urgroßmutter hat gesagt, die Urgroßmutter, die einen nichtjüdischen Vater hatte und deshalb vermutlich nicht deportiert werden musste, hat gesagt, ja, sie lässt die 14-Jährige sicher nicht allein gehen, sondern sie kommt mit. Und den Teil, den ich euch jetzt vorlesen werde, ist einerseits von Helgas Ankunft in Theresienstadt, wo sie dann 2,5 Jahre war, und andererseits von einem Besuch, den ich dann gemeinsam mit ihr und ihrer jüngeren Schwester Lise gemacht habe. Das war im Sommer 2013, sind wir nach Theresienstadt gefahren und haben uns das angeschaut. Jetzt überlege ich noch kurz, ob ich euch noch irgendetwas erklären muss, bevor ich das vorlese. Aber sonst, wenn irgendetwas dann unklar ist, werdet ihr mich das einfach nachher fragen. Ich habe ein Déjà-vu, sagt Helga. Mit ihr und ihrer Schwester Lise stehe ich in einem ruhigen Innenhof. Unkraut sprießt zwischen den Betonplatten. Auf der einen Seite begrenzt ihn eine Mauer, an der Autos parken, einige davon stark beschädigt. Auf der anderen ragt ein zweistöckiges graues Gebäude auf. Es ist in einem Halbkreis angelegt und hat große vergitterte Fenster. Helga zeigt auf das oberste Stockwerk. Dort, auf dem Dachboden der Sudetenkaserne in Theresienstadt, bekam die Familie nach ihrer Ankunft Schlafplätze zugeteilt. Verglichen mit den früheren Transporten waren sie in einer kleinen Gruppe gereist. Gemeinsam mit 98 anderen Menschen hatten sie 2 Tage zuvor, am 30. März 1943, einen alten Personenzug mit Holzbänken am Wiener Nordwestbahnhof bestiegen. Transportnummer 414F. Aus ihrem Mieder hatte meine Urgroßmutter Hertha die Fischbeine entfernt und ihr restliches Geld eingenäht. Darüber hinaus befanden sich eine Waschschüssel und ein transportables Bidet in ihrem Gepäck. Auf die Abreise war Helga neugierig gewesen. Angst, erzählt sie mir, habe sie keine gehabt. So viele Freundinnen und Bekannte waren schon verschickt worden. Zu diesem Zeitpunkt lebten nur noch knapp 8000 Juden in Wien, von denen die meisten durch arische Ehepartner oder Elternteile geschützt waren. Niemand, sagt Helga, konnte sich vorstellen, dass es bedeutete zu sterben, wenn man nach Riga oder Minsk fuhr. In Theresienstadt teilten sich 2 Menschen je einen Strohsack auf den schmalen, dreistöckigen Pritschen. Die Latrinen und Waschräume befanden sich im Erdgeschoss, erklärt Helga. Lise nickt. Sie hatte einen Nachttopf, den sie zu den Latrinen trug, bevor sie ihn benutzte. Den anderen Frauen wandte sie dabei den Rücken zu. Das gehöre sich, hatte die Mutter befunden. Ich frage sie, ob sich die Latrinen im Hof und in Autowerkstätten sind oder im Inneren des Gebäudes befanden. Sie wissen es nicht mehr und diskutieren so sachlich über die Möglichkeiten, als handle es sich um einen ehemaligen, liebgewonnenen Wohnort. Mich verblüfft, welche Freude es ihnen bereitet, Details wiederzuerkennen. Etwa die Kirche, als wir vorhin über den ehemaligen Marktplatz gingen, oder die markanten, halbrunden Fenster der Kaserne. Die eine behauptet etwas, die andere widerspricht. Es geht hin und her, bis eine der beiden nachgibt, woraufhin die andere einräumt, dass die eine auch recht haben könnte. Ist es ein menschliches Bedürfnis, Lücken in der Erinnerung zu schließen, egal wie schmerzhaft diese sind? Oder schmerzt die Erinnerung an diesen Ort nicht mehr? Ihre Ankunft in Theresienstadt liegt mehr als 70 Jahre zurück, als wir an diesem Augusttag 2013 das nordtschechische Theresien besuchen. Die Schwestern waren begeistert gewesen, als ich sie gefragt hatte, ob sie mich begleiten würden.
Es soll eine Reportage für ein deutsches Magazin werden. Einige Monate davor habe ich mein Masterstudium in New York abgeschlossen. Nun absolviere ich ein Praktikum in Berlin. Danach werde ich noch einmal nach New York gehen und fast 2 Jahre dort arbeiten, bevor ich endgültig nach Wien zurückkehre. Wir schlendern über den Menschenlernhauptplatz von Teresin. Kaum jemand ist unterwegs an diesem Tag, nur ein Bettler, der um Münzen bittet. Die Schwestern schauen einander an. Gib ihm was, Helga, sagt Lise, als der Mann mit zerfurchtem Gesicht und abgewetzter Kleidung auf uns zukommt, die Hände vor der Brust zu einer Schüssel geformt. Helga nestelt eine Münze aus ihrem Rucksack. Wie schön es ist, jemanden in Theresienstadt einen Euro zu geben, sagt Lise. Genauso wie ihre ältere Schwester ist sie guter Stimmung. Die Nacht davor haben wir in Prag übernachtet und abends in einem Kaffeehaus Kuchen gegessen. Eine meiner Cousinen ist auch dabei. Es hat etwas von einem Familienausflug. Links und rechts von der Kirche, die während der NS-Zeit geschlossen blieb, stehen zweistöckige gelbe Häuser mit hohen Fenstern, die ehemaligen Kinderheime. Eindeutig waren es einmal Bauten, die beeindrucken sollten. Heute wirken sie verwahrlost. An der Hausmauer bröckelt der Verputz ab, die Straße ist voller Schlaglöcher. Ich schaue auf den Stadtplan. Das linke Haus wurde zur Zeit des Ghettos unter der Bezeichnung L414 als Jugendheim benutzt. Das rechte war ein Mädchenheim, L410, in dem tschechische Mädchen untergebracht waren. Das lese ich euch noch vor. Helga sieht sich um. Kommt dir das bekannt vor? Fragt Lise. Ich würde sagen ja. Sie klingt unsicher. Helga erinnert sich, in L414 untergebracht gewesen zu sein, aber das rechte Haus wirkt vertraut auf sie. Das Haustor ist unversperrt, wir gehen hinein. Die Decken sind hoch, Spinnweben, Taubenkot am Boden, überall Dreck. Als ich die Stufen hinaufsteige, finde ich vor einer Wohnungstür Gerümpel. Im Fenster klebt eine Vermisstenanzeige für einen Hund. Helga kennt das Stiegenhaus und die Fenster wieder und scheint zufrieden. Mich aber bedrückt das Haus. Der Zustand ist der Erinnerung an die tausenden Kinder unwürdig, die hier leben mussten und von denen die meisten nie nach Hause zurückkehrten, denke ich. Auch wenn das Gebäude damals vermutlich in einem ähnlich ärmlichen Zustand war. Doch ich kann mich nicht so recht entscheiden, was ich mir stattdessen wünsche. Hübsch renoviert wäre es unpassend. Reißt man es ab, scheint mir, geht die Verbindung zu den Kindern endgültig verloren. Soll man ein Museum machen und die Stadt in eine riesige Gedenkstätte verwandeln? Der Tag in Theresien ist anstrengend. In dem dunklen Café der Gaststätte legen wir eine Pause ein. Wir sind die einzigen Gäste. Zu essen gibt es abgepackte Sandwiches. Als Lise in das trockene Toastbrot beißt, scherzt sie, dass sie in Theresienstadt nie so gut gegessen habe. Dann wird sie ernst. In Wirklichkeit ist das hier eine Mörderstadt, sagt sie. Helga verzieht keine Miene, hebt nur leicht die Schultern. Sind ja nicht dieselben Leute, erwidert sie. Womöglich hat sie diese Diskussion schon oft mit sich selbst geführt. Lise setzt fort. Die tschechischen Wärter waren die unfreundlichsten. Sie waren sehr unterschiedlich, entgegnet Helga. Lise verstummt. Die Ältere hat das letzte Wort. Ja, das war jetzt ein Kapitel, etwas zusammengestückelt, um zu zeigen, diesen einen Erzählstrang, den meiner Großmutter, die das alle drei überlebt haben in Theresienstadt und auch der Vater, der dann aus Italien nach Auschwitz deportiert wurde. Ja, ungefähr zeitgleich war mein Großvater Hansi, der einige Jahre älter war, Jahrgang 1925, in Wien. Und der hätte eigentlich auch in Theresienstadt sein sollen, gemeinsam mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder. Und zwar haben die auch etwas früher als Helga, im Sommer, Frühherbst 1942, diese gelbe Postkarte bekommen, dass sie sich im Sammellager zu finden haben. Aber dann gab es einen Freund der Familie,
Hansis ehemaligen Schularzt, Josef Feldner, genannt Peppi. Der kam aus einer katholischen, liberalen Kaufmannsfamilie, war unverheiratet, hat alleine gewohnt, war zu diesem Zeitpunkt um die 50 Jahre alt und kannte Hansi aus seiner Zeit als Schularzt und war mit der Familie so lose befreundet, war ein überzeugter Nazi-Gegner. Und der Peppi hat den Eltern vom Hansi ein Angebot gemacht, damals im Sommer 1942, hat gesagt, ja, der Krieg kann ja nicht mehr lange dauern. Die beiden Buben, die nehme ich zu mir in der Wohnung in der Neubaugasse und ihr meldet euch im Sammellager und in ein paar Monaten ist das vorbei und ihr seid wieder vereint. Wie sich die Eltern entschieden haben, das wusste der Hansi nie. Aber Tatsache ist, sie haben sich entschieden, er, der Ältere, der damals schon 17 war, bleibt beim Peppi in Wien und der Jüngere, damals 14, den nehmen sie mit. Und den Teil, den ich euch vorlesen werde, beginnt mit der Verabschiedung von Hansi, von seiner Familie. Und auch jetzt überlege ich, ob ihr noch irgendetwas wissen müsst. Aber ich glaube nicht. Am 28. September 1942 um 10 Uhr morgens ist die Wohnung in der Konradgasse im 2. Wiener Bezirk still und leer. 17 Menschen haben sich hier 3,5 Zimmer geteilt. Nach und nach sind sie alle deportiert worden. Im Zimmer stehen nur noch die gepackten Koffer von Moritz, Rosa und Herbert, Hansis Familie. Mit weißer Ölfarbe haben sie ihre Namen und die Adresse darauf geschrieben. Hansi hat seine Sachen, die wenigen verbliebenen Besitztümer der Familie, Fotos und einige Zeichnungen seines Bruders schon in den Tagen zuvor in Peppis Wohnung gebracht. Für den gefühlsbetonten Abschied waren alle viel zu aufgeregt, schreibt Hansi. Ich, weil ich nicht wusste, was mich bei Peppi erwarten würde, und meine Eltern in Aufregung mit ihren Koffern und dem endgültigen Abtransport in eine ungewisse Zukunft. Im letzten Moment ging alles sehr schnell. Es blieb plötzlich nur noch Zeit für eine kurze Umarmung, ein kurzes Vielglückwünschen und schon war ich auf der Straße. Im Haustor nimmt Hansi die Sakkotasche mit dem gelben Stern ab. Dann biegt er ums Eck auf die Taborstraße, steigt in die Straßenbahn und fährt zu Peppi. Als ich das Tagebuch der Anne Frank las, verglich ich, was ich über Hansis Zeit als U-Boot wusste, mit der Situation des deutschen Mädchens, das 2 Jahre in einem Amsterdamer Hinterhaus verborgen lebte. Der Zugang zu Annes Versteck befand sich hinter einem drehbaren Bücherregal. Um zu Hansi zu gelangen, musste man lediglich an der Haustür des Gründerzeithauses in der Neubaugasse läuten. Peppis Wohnung lag im 2. Stock. Anne verließ die engen Zimmer nie, Hansi dagegen war dauernd unterwegs. Was bedeutet denn normal für das Schicksal jüdischer Untergetauchter? In Österreich haben etwa 1000 Menschen den Krieg in Verstecken überlebt. In Deutschland waren es ca. 5000. Aus ihren Berichten geht hervor, dass das tatsächliche Verbergen, wie es Anne Frank und ihre Familie tun mussten, selten war. Häufiger war der Wechsel der Identität, weshalb man von Menschen weiß, die dank falscher Papiere überleben konnten. Viele mussten oft den Unterschlupf wechseln, weil ein zu langer Aufenthalt zu gefährlich war. Eine Überlebende berichtet von 22 verschiedenen Unterkünften in 2 Jahren. Eine andere von mehr als 60 Nächtigungsplätzen, darunter abgestellte Schnellbahnzüge und leere Keller. Hansi zählte zu den raren Ausnahmen. Der 17-Jährige war so lange in der Neubaugasse, dass sich ein alltägliches Leben entwickelte. Stand am späten Morgen auf, bereitete er sich zunächst einen Tee aus getrockneten Apfelschalen und Kräutern. Krampaltee nannte man den. Dann lauschte er an der Wohnungstür. Mit den anderen Hausbewohnern hatte er Glück. Die Hausmeisterin war alt und sah schlecht. Sie verließ ihre Wohnung selten und hatte das damals übliche Überwachungsfenster zum Hausflur stets verhängt. Ein oder zwei Nachbarn waren Parteimitglieder, galten aber nicht als fanatische Nazis. Mit der Inhaberin des Lebensmittelgeschäfts, das sich im Erdgeschoss befand, war Peppi befreundet. Dennoch vermied Hansi so weit wie möglich Begegnungen und wagte sich nur aus der Wohnung, wenn niemand im Stiegenhaus zu hören war. Traf er dennoch auf Nachbarn oder Besucher, huschte er großlos vorbei.
In der Stadt fiel das nicht so auf. Der Krieg, der Mangel an Lebensmitteln und die Sorge um die Männer an der Front trieb die Menschen um, schreibt Hansi. Die Vormittage verbrachte er in einer Leihbibliothek in der Burggasse. Peppi habe eher selten Romane gelesen, schreibt Hansi. Empfehlungen waren von ihm keine zu erwarten. Also las Hansi deutsche Blut- und Bodenliteratur, Frauenromane, Friedrich Schiller, Wildwestgeschichten. Haben dir die Bücher gefallen? Möchte ich ihn gerne fragen. Wahrscheinlich wäre die Antwort ähnlich wie die meiner Großmutter. Ich hatte keine Wahl. Zum Mittagessen trafen sich Hansi und Peppi in einem der nahen Gasthäuser. Weil Hansi keine Lebensmittelkarten erhielt, nutzte er die sogenannten Stammgerichte. Seit 1939 mussten Lokale ein Gericht auf der Karte führen, das markenfrei erhältlich war. Meist war das wässrige Suppe, eine Futterrübe oder Kartoffeln in Kräutersoße. Doch wenn er nacheinander in mehreren Lokalen aß, wurde Hansi halbwegs satt. Anschließend gingen die beiden nach Hause und hielten Mittagsschlaf. Die Wohnung in Ordnung zu halten, war Hansis Aufgabe, die er an den Nachmittagen erledigte. Die Kleidung wusch er in einem großen Topf auf dem Gasherd und schwemmte sie in der Badewanne aus. Beinahe täglich galt es, Socken zu stopfen, weil das Garn so schlecht war und ständig riss. Wie kam Hansi überhaupt an neue Kleidung ohne Kleidermarken? Litt er wegen der schlechten Ernährung an Mangelerscheinungen? Wurde er jemals ernsthaft krank? Die Armut, in der sie lebten, kommt in Hansis Aufzeichnungen nie direkt vor. Stattdessen schreibt er, dass fast alle Menschen unter den Entbehrungen litten. An den Nachmittagen braute Hansi eine Kanne Krampaltee und setzte sich zu Peppi an den Esstisch. Mit ihm konnte er reden wie mit sonst niemandem. Dabei sprach Peppi nie viel. Er stellte die richtigen Fragen und hörte aufmerksam zu, wenn er sein Gegenüber mit seinem ernsten Blick fixierte. Am liebsten hatte es Hansi, wenn Peppi aus dem Lazarett berichtete. Peppi hatte sich 1941 freiwillig zur Wehrmacht gemeldet und arbeitete in den Kriegsjahren in zwei verschiedenen Wiener Reservelazaretten, in denen verwundete Soldaten behandelt wurden, die bereits außer Lebensgefahr waren. Was wollte der überzeugte Kriegs- und Nazi-Gegner Peppi bei der Wehrmacht? Sie galt als guter Ort für Regimegegner, da das Politische nicht zählte, solange man keine Karriere machen wollte. Peppi, beliebt bei seinen Kollegen, versah dort unauffällig seine Vormittagsdienste. Hier gelang es ihm auch, an ein leeres Soldbuch zu kommen, mit dem er Hansi eine falsche Identität verschaffen wollte. Da die Polizei ständig nach Deserteuren suchte, war Hansi als junger, offensichtlich gesunder Mann besonders gefährdet. Juden vermutete man kaum mehr in Wien. Peppi und Hansi vermochten es jedoch nicht, das Dokument mit den korrekten Stempeln zu versehen. Hansi hatte das leere Soldbuch trotzdem immer in seiner Brusttasche. Zwischen die Seiten hatte er Pfeffer gestreut. Sein Versuch der Selbstverteidigung rührt mich, scheint mir fast symbolisch für den unfairen Kampf gegen das Regime, den Hansi und Peppi austrugen. Mit Pfeffer als Waffe. Hansi interessierte sich für die medizinischen Fälle, die Peppi so erklärte, dass er sie verstand. Peppi nahm ihn ernst und Hansi lernte, ohne es zu merken. Peppi ließ aus allen Wissensgebieten Informationen in bunter Folge in mich hineinfließen, beschreibt er später. Er hat mich kontinuierlich auf eine sehr unaufdringliche Art belehrt. Ich hatte ja fast keine Schulbildung. Jedes Fremdwort, ob lateinischen oder griechischen Ursprungs, wurde zerlegt und in seiner Bedeutung erklärt. Mein intellektuelles Leben begann in der Neubaugasse bei Peppi. Irgendwann, so schien es, stieß Peppi an eine Grenze. Es fehlte an Anschauungsmaterial. Hansi musste sehen, wie es in einem Lazarett zuging. Was tun? Peppi nahm ihn kurzerhand mit, stellte ihn als Assistenzarzt vor und ließ ihn bei seinen Visiten mitgehen und sogar mithelfen. Fühlen Sie bitte den Puls, Herr Kollege. Peppi tat das mit solch innerer Ruhe und Selbstverständlichkeit, dass niemand Verdacht schöpfte, wer der blutjunge neue Kollege war, der neuerdings im Lazarett erschien. Eine Zeit lang besuchte Hansi auch Psychologie-Vorlesungen an der Universität Wien. Peppi kannte den Professor und vertraute sich ihm an.
wie lange Hansi dorthin ging, welche Ausrede er sich zurechtgelegt hatte für den Fall, dass jemand ihn nach seinem Studentenausweis fragte, ob es ihm Spaß machte. Antworten auf diese Fragen fehlen in Hansis Aufzeichnungen. Ja, was ich vielleicht am Anfang noch hätte dazu sagen sollen, diese Aufzeichnungen, im Gegensatz zu meiner Großmutter lebt mein Großvater nicht mehr. Der ist gestorben, als ich 7 Jahre alt war. Das heißt, mit dem konnte ich auch nie über dieses Thema reden. Er hat aber Ende der 80er angefangen, seine Erinnerungen aufzuschreiben, und zwar netterweise am Computer. Und die hatte ich, das waren so um die 100 Seiten. Also wenn ich sage, schreibt und daraus zitiere, war das daraus. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in dein Buch und eben aus diesen beiden Perspektiven, eben der Lebensgeschichte deiner Großmutter und deines Großvaters. Ich habe das am Anfang nicht dazu gesagt, es ist eben genau um das geht in dem Buch, und zwar um deine Großeltern. Ich habe mir gedacht, du wirst das schon einleiten. Und was ich eben als Stärke an dem Buch finde und was ich, glaube ich, auch sehr gut an diesen beiden Szenen, die du ausgesucht hast, herauskommt, ist eben, dass es nicht nur eine Erzählung des Lebens deiner Großeltern ist, sondern auch, dass du ganz aus deiner ganz sehr schönen Art und Weise deine eigenen Beweggründe und deine eigenen Gedanken dazu einbringst und auch diese Nachgeschichte, wie es ist, mit deiner Großmutter nochmal nach Terezin zu fahren. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Stärke des Buches und passt auch darum so gut zu dem Schwerpunkt, den wir dieses Semester haben, sich eben über Nachgeschichte und eben auch andere Erinnerungsformen und Reflexion, diesen Reflexionsprozess auseinanderzusetzen. Genau, das finde ich auch einen wichtigen Punkt von Erinnerungsarbeit auch und auch für moderne Biografieforschung. Und darum würde ich jetzt auch gleich was anschließen. Du hast es schon ganz kurz erwähnt am Ende, dass du eben diese Aufzeichnungen von deinem Großvater hattest. Und meine erste Frage wäre jetzt, wie kamst du eigentlich dazu, dass du dich und was hat dich dazu bewegt, dass du dich mit den Lebenserinnerungen deiner Großeltern auseinandersetzt und auch sich dich bewegt hat, sie zu publizieren? Also was war denn eigentlich dein Anstoß, warum du dann gesagt hast, okay, gut, daraus mache ich ein Buch? Naja, es sind so zwei Sachen zusammengekommen, also die quasi nicht so idealistische Wahrheit im Ich bin Journalistin, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wollte ich es halt richtig gerne werden, und habe halt gemerkt, ich hab da Zugang zu einer Geschichte, zu einem Thema, das sonst nicht so viele haben. Und so hat sich das dann auch ergeben. Also zum Beispiel, das erwähne ich ja eh, dass das Terezin, der Ausflug nach Terezin, dass das eine Reportage war für ein deutsches Magazin, und zwar fürs Zeitmagazin, habe ich dort ein Praktikum gemacht, und quasi das war dann, da war so der Deal, man ist 3 Monate dort und kann eine große Reportage machen, und ich habe halt die vorgeschlagen, und die haben mir da diese Reise dorthin gezahlt und alles und mich da betreut. Also das war irgendwie, es war so ein bisschen etwas, wo ich einen Einstieg hatte in den Journalismus, und auch die Geschichte vom Hansi ist das erste Mal im Falter erschienen, 2015. Ja, also das ist, und so kam es dann auch durch den Falter, kam es dann auch zu dem Buchvertrag, wo ich dann natürlich war, na sicher mache ich das, ich will Karriere machen, ich schreibe das. Aber natürlich dahinter steckt schon, also auch jetzt nicht nur die Karrieregetriebenheit, sondern eben auch ein Prozess, wo ich überhaupt erst drauf gekommen bin, dass ich eine Familiengeschichte habe, für die sich irgendjemand interessiert und die irgendwie besonders ist und die man irgendwie erzählen muss und erzählen kann. Und das ist eigentlich erst dadurch gekommen, dass ich aus Wien, wo ich halt geboren und aufgewachsen bin, weggegangen bin, und zwar zum Studium erst nach England und dann nach New York, wo ich das dann zum ersten Mal hatte, dass ich meine Herkunft erklären muss als Jüdin aus Wien und wie denn das sein kann, und meine Großeltern, und die sind dann zurückgekommen. Also es hat sehr, auf sehr viel Verwunderung ist gestoßen, dass meine Großeltern, beides Holocaust-Überlebende, dass die nach dem Krieg in Wien geblieben sind, womit ich eben auch dort aufgewachsen bin. Was eben mit der Geschichte zu tun hat, dass eben einerseits der Peppi, von dem ich jetzt vorgelesen habe, der hat Hansi nach dem Krieg adoptiert, nachdem seine Eltern und sein Bruder nicht überlebt haben.
Und Peppi war zu diesem Zeitpunkt relativ alt und in Wien gesettelt, somit ist er in Wien geblieben. Und auch meine Großmutter hatte ihre Familie dort und somit sind die auch da geblieben. Und ja, so, somit war das etwas, über das ich halt erst angefangen habe nachzudenken und angefangen habe, das zu erklären, erst sehr unwillig, weil ich mir gedacht habe, Herst, wieso stellt sie jetzt irgendwie meine Jugend in Frage? Aber dann eben drauf gekommen bin, dass da eigentlich ganz viele interessante Fragen drinstecken. Und ja, und so, ich glaube, mit diesem Bewusstsein bin ich dann auch erst so gekommen, so, hallo, ich schreibe dir jetzt eine Reportage und hallo, interessiert euch das nicht? Und ja, und so kam es dann zu diesem Buch. Ja, dann würde ich also gleich anschließen mit der Frage, weil du diese Reportagen erwähnt hast und wir versuchen ein bisschen auch um diese Metaebene von Erinnerungen zu bekommen. Worin glaubst du denn, siehst du denn den Mehrwert für die Erinnerungsarbeit durch eben so publizierte Lebenserinnerungen, Reportagen und wenn man sich halt auch in Zeitmagazin oder im Falter mit diesen Erinnerungen auseinandersetzt, aus einer Perspektive eben, die jetzt schon weiter weg ist? Genau, aus deiner Perspektive eben, auch aus der Perspektive der dritten Generation. Was wäre da deine Gedanken dazu? Naja, halt einfach Geschichte ist irgendwie immer noch relevant. Dann glaube ich auch, und das ist, glaube ich, auch das, was auch der Gedanke vom Buch war, also und auch von den Reportagen. Also es war von Anfang an klar, dass ich da vorkommen muss und dass ich da eine Rolle spielen muss. Und ich glaube, und dass da ich. In dem Buch ist ja auch ein gewisser Erkenntnisprozess von mir drinnen, eben dieses Verstehen wollen, warum meine Großeltern in Wien geblieben sind. Und ich glaube einfach, dass wenn man sowas schreibt und irgendwie Menschen mitnimmt auf den persönlichen Erkenntnisprozess, dass das etwas ist, was sehr gut funktioniert. Eben wenn man irgendwie dumm anfängt und dann wissend rauskommt und man liest das, dann die es lesen, haben dann auch irgendetwas davon gelernt. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Zugang, der ganz gut funktioniert, um Geschichte irgendwie näher zu bringen. Ja, die persönlichen Zugänge sind meistens gut, um auch eben mehrere Ebenen aufzumachen. Wie haben denn dich die Erinnerungen an deine Großeltern oder wie auch dieser Prozess, hat dich das irgendwie geprägt oder wenn du diese Erinnerungen liest oder diese Arbeit daran, hat dich das in eine spezielle Art geprägt oder wie prägen auch Erinnerungen der Großeltern eigentlich deine Generation? Also wenn du darüber so reden magst, weil ich glaube, das ist schon eine spannende Frage, wie das sozusagen auch über die Generationen Menschen beschäftigt. Ja, so das intergenerationelle Trauma, so irgendwo, wenn man den Genozid irgendwo in der Familiengeschichte hat, also der sitzt schon tief, ob man's will oder nicht. Und das sind auch so Sachen, wo ich auch erst so irgendwie nach und nach natürlich draufkomme, so, oh, das gibt's nicht bei anderen Familien, dass der Großvater im Keller ganz viel Essen gehortet hat und sich Verstecke gebaut hat und sowas. Und auch so dieses, also wie ich das Buch geschrieben habe, das war so, ich habe angefangen 2015, also da war ich irgendwie, das war halt gerade so der Zeit der Flüchtlingskrise, die ich nicht gern Krise nenne, aber anderes Wort fällt mir auch nicht ein, wo irgendwie sehr viel geredet wurde, irgendwie über Heimat und Identität und Integration und sowas. Und wo ich schon irgendwie gemerkt habe, dass ich da, glaube ich, im Vergleich zu sehr vielen, die sich sehr viel sicherer fühlen in Österreich, dass ich da irgendwie ein sehr loses Verhältnis zur Nationalität habe. Also mein Großvater hat irgendwann mal gesagt, ja, meine Staatsbürgerschaft, die ist irgendwie so ein gut sitzendes Gewand, das ist sehr angenehm, aber man kann es auch einfach ablegen und dann ein anderes anziehen. Also so irgendwie so dieses, dass das irgendwie in einem Moment weg sein kann und dass ich in einem Moment irgendwie alles gegen einen drehen kann, das glaube ich, spür ich wahrscheinlich mehr als möglicherweise viele, viele andere. Gleichzeitig ist mir dann aber eben durch im Ausland sein bewusst geworden, so
wie österreichisch ich eigentlich bin oder wienerisch, also wie tief das irgendwie auch sitzt, ob ich es will oder nicht. Das merkt man immer erst mit Abstand wahrscheinlich. Also ich meine, wie man das ist. Aber ich finde das sehr spannend eben auch, dass du diesen also das finde ich, beschreibst du auch am Anfang des Buches, ich habe es komplett gelesen, wo du deinen Prozess eben auch beleuchtest. Das finde ich auch eine ganz spannende Stelle, wie du in New York bist und eben auch drüber nachdenkst und diese Geschichte, auch weil deine Großeltern ja kurz auch einen kurzen Zwischenzeit in den USA waren. Und du diesen Prozess eben auch beleuchtest und in den ersten Seiten beschreibst, eben wie das war. Also das ist auch eine Empfehlung, das Buch zu lesen, weil da gibt es noch sehr spannende Stellen, wo du eben auch darauf eingehst. Ich habe jetzt noch eine vierte, letzte Frage, bevor ich auch den öffne für das Publikum. Und zwar noch so ein bisschen eine allgemeinere Frage. Wo siehst du denn eigentlich auch ein bisschen den Mehrwert von der dritten Generation, oder eben unser Überthema ist eben Erinnerung ohne Zeitzeuginnen. Das heißt, wie wir auch, glaube ich, schmerzlich alle erfahren haben im letzten Jahr durch die Covid-19-Pandemie, dass einfach die Personen sind viel größeren Gefahren noch ausgesetzt, uns zu verlassen. Und wie geht Erinnerungsarbeit weiter? Und jetzt auch meine Frage, wie würdest du die Rolle der dritten Generation sehen oder auch deiner Generation oder nachkommenden Generationen in dieser Erinnerungsarbeit, in diesem Bewahren der Erinnerung, in diesem Vortragen? Und was ist so der Mehrwert auch davon, den diese Generation da auch leisten kann für die Erinnerungsarbeit, wenn du dazu was sagen möchtest oder kannst? Die großen Fragen, oder? Die großen Fragen des Lebens und der Erinnerungsarbeit. Wobei ich denke mir dann immer, ist es wirklich so, also ich meine, es wird passieren, irgendwann gibt es keine Zeitzeugen mehr, aber wir erinnern uns ja auch an andere geschichtliche Ereignisse ohne Zeitzeugen. Also es ist ja nicht so, dass ja dann alles, wo es keine Überlebenden mehr gibt, vollkommen vergessen ist. Also insofern bin ich da recht zuversichtlich eigentlich, dass man ja auch mit Erzählen von guten Geschichten man da, glaube ich, schon sehr viel abfangen kann. Und ja, wir sind halt die Letzten, die sie noch persönlich gekannt haben, die irgendwie noch ein Gefühl haben, wie es ist mit Menschen, die sowas überlebt haben. Wobei wir ja auch ja mit den, also eben unsere Generation mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, mit denen wir zu tun haben, da haben wir ja quasi, was ist der Fachausdruck? Wir haben ja kein repräsentatives Sample. Also meine Großmutter ist ja, wenn es sowas gibt, ja auch nicht unbedingt die typische Holocaust-Überlebende, weil es da ja einfach auch eine wahnsinnig viele gab, die aus diesen Gräueltaten, die zwar überlebt haben, aber halt völlig kaputt waren. Also, und die wir jetzt erleben, das sind die sehr alt geworden sind und die da relativ gut davon gekommen sind. Also wir haben ja auch nur so einen ganz, ganz kleinen Teil. Das denke ich mir dann oft, dass ich mir, das ist eigentlich die Generation vor uns, die hätte mit denen reden sollen, aber die haben es halt nicht gemacht. Ja, dann danke für diese spannenden Ausführungen noch zu deinem Buch und dass du meine nachbohrenden Fragen beantwortet hast. Und ich möchte jetzt das Wort übergeben. Gibt es aus dem Publikum Fragen? Jemand, der etwas Näheres zur Lebensgeschichte wissen möchte, dritte Generation, Zeitzeuginnenschaft, dann bitte Hände heben und Fragen stellen oder auch gerne in den Chat posten. Alle sind ganz, ganz erschlagen. Ich habe eine Frage. Ja, Lena, bitte. Ich kann leider nicht aufzeigen, weil mir das dann nicht angezeigt wird. Ja, danke für das spannende Vorlesen und die spannenden Antworten. Mich würde interessieren, weil es ja schon eine sehr persönliche Geschichte ist, die da publiziert wurde. Was waren die Reaktionen in deinem direkten Umfeld? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Eigentlich gute. Also so meine Familie, die waren eigentlich alle ganz, ganz zufrieden damit. Denen habe ich das allen zu lesen gegeben, bevor es veröffentlicht wurde.
Meine Großmutter war irgendwie, war sehr angetan, sie hatte so zwei Kritikpunkte. Den einen weiß ich nicht mehr. Das andere war, dass der Dackel von ihrem Vater nicht Putzi, sondern Pizzi hieß oder umgekehrt. Also, und sie ist, ja, also und bis jetzt sagt sie ja, es ist sehr gut, dass das alles so genau aufgearbeitet wurde und so. Ja, also ich habe eigentlich nur positive Reaktionen bekommen, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass natürlich in Österreich man sich nicht so wirklich traut, bei diesem Thema sehr angriffig zu werden. Also es ist ganz interessant, dass, wie die Sarah schon erwähnt hat, mein Buch letztes Jahr in Englisch rausgekommen ist von einem New Yorker Verlag, New Vessel Press. Ist leider meine Buch- und Lesungstour ist Corona zum Opfer gefallen. Aber ich habe dann so ein bisschen, gibt es Rezensionen und da ist schon, also da ist ein ganz anderer Ton. Also da hat man viel weniger Angst und die kritisieren dann so das Narrativ und also ist anders. Ja, und abgesehen davon, was auch noch ganz interessant ist, natürlich dadurch, dass es eine persönliche Geschichte ist und eine Familiengeschichte ist, weckt es in vielen Leuten das Bedürfnis, dass sie mir ihre Familiengeschichte erzählen, auch zu nicht ganz so passenden Anlässen und ungeachtet der Tatsache, ob ich die hören will oder nicht. Aber wo ich mir dann auch denke, es ist irgendwie gut, es weckt in den Leuten was, aber muss nicht ich sein, die es hört. Ich habe eine Frage in den Chat bekommen. Also das war eher eine Feststellung. Ja, ein persönliches Zusammentreffen mit Zeitzeugen verändert das Leben. Ja, das stimmt. Das haben wir Gott sei Dank schon vor der Corona-Pandemie haben wir das Gott sei Dank noch öfters erleben können. Und wir hoffen ja alle, dass es noch weitergeht. Ich würde noch ganz kurz nachfragen, was waren die englischen Reaktionen darauf? Also das würde mich schon interessieren, was so da die Kritikpunkte waren, wenn du das ausführen möchtest. Oh, ich müsste nochmal nachschauen. Aber natürlich haben die sich sehr angegriffen gefühlt von der ganzen Amerika-Sache. Also das sollte ich jetzt vielleicht ausführen, dass eben meine Großeltern, die sich gleich nach dem Krieg kennengelernt haben, dann 1955 für ein Jahr in die USA gegangen sind, weil dort eine Cousine von meinem Großvater war und sie beide Jungärzte waren und dort konnte man gut verdienen. Und sie sind dann nach einem Jahr aber wieder nach Wien zurückgekehrt. Also sie hatten es davor irgendwie offen gelassen, ob sie bleiben oder nicht. Und eben einerseits, weil die Familie in Wien war, aber andererseits, weil es ihnen dort auch nicht so gut gefallen hat. Die waren in Poughkeepsie, das ist im Bundesstaat New York, da im Norden. Ich war dann dort, es ist eine herzige Stadt, aber es ist jetzt keine Metropole, wahnsinnig spannende. Und da gab es dann noch die Rassentrennung. Das Leben war sehr segregiert und sehr geldorientiert auch. Also es hat ihnen nicht gefallen und das ist natürlich, also das war etwas, was den amerikanischen Lesern nicht so getaugt hat, unter anderem. Und ja, dann auch, glaube ich, so, weiß ich nicht, haben dann gesagt, ja, das ist irgendwie oberflächlich oder so, solche Sachen, was auch in Österreich nicht wirklich irgendwer gesagt hat. Die Konfrontation mit der eigenen Rassentrennungsgeschichte ist immer nicht ganz so einfach. Danke für die Ausführungen jedenfalls, also das sind schon sehr spannend. Gibt es weitere Fragen noch an das Buch, zum Buch? Ich hätte auch noch eine Frage, also hallo Anna. Hallo Tobi. Und zwar, weil ich glaube, 3 Jahre ist es her, dass es erschienen ist, das Buch, und mir würde interessieren, also siehst du das Projekt jetzt soweit mal als abgeschlossen, so irgendwie zum Sagen, oder sind vielleicht da jetzt nach der Erscheinung nochmal Sachen oder Themen raufkommen, wo du denkst hast, über das würde ich auch noch mehr wissen oder dann mache ich noch mal weiter? Oder ist es eben so, dass man sagt, okay, diese Geschichte ist jetzt mal aufgearbeitet, soweit unter Anführungszeichen, und also du bist fertig damit? Also ich glaube, ich bin jetzt so mit der Geschichte fertig. Lustig, ich habe gerade vorhin am Weg hierher habe ich mit meiner Großmutter telefoniert und sie hat mir angefangen, irgendwas zu erzählen und dann war sie so,
ich habe schon so viel erlebt, ich sollte das mal aufschreiben, dann kannst du noch ein Buch machen. Und ich war so, na, danke. Ja, ich glaube, also was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich versuche, aus diesem Buch einen Film zu machen, weil eine Filmproduzentin hat da die Rechte gekauft und bin jetzt dabei, das in ein Drehbuch zu verwandeln. Damit mache ich natürlich weiter, auch wenn es irgendwie ganz anders ist. Es ist cool, weil ich kann jetzt total viel dazu erfinden. Muss man natürlich zwangsweise. Also das alles, wo ich so war, das steht da jetzt nicht, also kann ich es auch nicht schreiben. Passt, denke ich, mir jetzt alles aus. Aber gleichzeitig ist es auch sehr spannend, finde ich, weil ich glaube, eine Stärke von dem Buch ist, dass es nicht oder hoffentlich nur sehr wenig in so diese klassischen Holocaust- und Nazi-Klischees und Geschichten und so reinkippt, eben dadurch auch, dass ich da als reflektierende Person drinnen bin. Und das filmisch umzusetzen, ist natürlich wahnsinnig schwer. Also jetzt ist der aktuelle Stand ist so, dass ich in diesem Film überhaupt nicht drinnen bin. Also wir schauen, vielleicht komme ich dann doch noch rein. Aber und somit wird es dann automatisch sehr viel mehr so eine klassische Nazi-Geschichte, die man halt schon sehr oft gehört hat. Wir sind gespannt auf den Film, aber ich bin auch sehr dafür, dass du noch weiter Bücher schreibst. Also du kannst dadurch, also den Vorschlag deiner Großmutter durchaus aufgreifen. Da sind wir alle nicht dagegen. Weitere Fragen? Hat noch jemand Anmerkungen, Nachfragen? Im Chat. Ich gehe gerade die ganze Liste durch. Wir haben heute doch relativ viele Teilnehmer. Ob ich da irgendeine Hand sehe oder übersehe? Nein, ich glaube, es sind dann Fragen nach der letzten Möglichkeit, weil dann würde ich nämlich auch langsam vielleicht dann doch zum Ende kommen und in den Abend überleiten. Ja, gut. Dann danke, Anna, dass du uns aus dem Buch vorgelesen hast und auch diese Fragen beantwortet und auch diese ganzen Hintergrundinformationen weitergegeben hast. Ich kann wirklich allen sehr empfehlen, das Buch auch zu lesen, die es noch nicht getan haben. Man kann es auch durchaus weiterempfehlen in der englischen Version. Also bitte, bitte, es ist eine große Empfehlung, weil eben gerade es ist eben gerade keine klassische Nazi-Geschichte, wie das so schön formuliert worden ist, sondern eben mehr als das, und das macht es auch sehr spannend zum Lesen und sehr interessant zum Lesen. Also ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja, dann vielen Dank, dass du heute da warst. Ich möchte gleich den sozusagen hier noch eine kleine Werbeeinschaltung für Gedenken machen, als Moderatorin und Mitglied der Arbeitsgruppe Gedenken. Wir haben noch vier weitere Veranstaltungen dieses Semesters. Die nächste findet am 13. April statt. Da geht es um das Austrian Heritage Archive und Austrian Heritage Collection, Zeitzeugenschaft dokumentiert. Das ist ein Projekt unter anderem auch des Verein Gedenknis, wo es um das Bewahren von Interviews mit Zeitzeuginnen geht und auch die wissenschaftliche Aufarbeitung davon. Es wird sicher sehr spannend. Wir wissen aktuell nicht wo. Das werden Sie rechtzeitig auf der Homepage des Verein Gedenkdienst erfahren, weil alle Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Depot statt. Auch die heutige Veranstaltung hat in Kooperation mit dem Depot stattgefunden. Wir wären auch alle, wie Anna schon gesagt hat, sehr gerne dort. Aber niemand weiß, wie sich das entwickelt. Also bitte checken Sie vorab die Homepage oder Facebook, wo es dann genau stattfindet. Genau. Es geht dann weiter mit einer Podiumsdiskussion über Zeitzeuginnenschaft im Museum und eben unterschiedliche Formen von Dokumentieren, Archivieren, Aufbereiten von Zeitzeuginnenschaft und Erinnerungen in Museen. Es wird eine spannende Podiumsdiskussion mit Kuratorinnen und Kuratoren. Dann steht noch am Programm im Juni das Screening von Voices of Children, ein Film über drei Holocaust-Überlebenden in Terezin. Und dann haben wir auch dieses Jahr noch ein Gedenken-Spezial Ende Juni. Da gibt es eine Führung in der Gedenkstätte Karajangasse. Und das ist eine Schule im 20. Bezirk, die eine von Schülerinnen und Schülern gestaltete Gedenkstätte hat, die auch sozusagen da immer weiterentwickelt wird. Und dort machen wir eben eine Führung, beziehungsweise bekommen noch Einblicke
in die Arbeit an dieser Gedenkstätte. Das heißt, das Programm ist auch immer auf der Homepage einsehbar oder durch die unterschiedlichen Kanäle, wo es publiziert worden ist, und man kann sich auch vertrauensvoll an den Verein wenden. Genau, also hoffentlich sieht man sich dann bei einer der anderen Veranstaltungen wieder im Depot, online, wer weiß, was die nächsten Monate so bringen in der Hinsicht. Und ja, vielen Dank, dass Sie heute alle dabei waren. Danke, Anna, nochmal dafür, dass du... Ja, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Also es ist ja nicht selbstverständlich, hier deinen Abend zu verbringen mit uns. Aber vielen, vielen Dank. Ja, also bis bald bei der nächsten Veranstaltung vom Gedenkdienst. Ciao. Mhm. Jetzt geht alle.